wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich glaube, heute mit so das wichtigste Video in diesem Jahr auf jeden Fall bei uns auf dem Channel. Das Jahr ist fast rum. Wir haben das Glück, Essen Motorshow findet statt. Das heißt, wir haben wirklich die letzten 6 Wochen, seitdem feststeht, die im Essen Motorshow wird stattfinden, haben wir wirklich Tag und Nacht alles gegeben. Also ich glaube, die letzten 14 Tage waren wirklich vielleicht 3-4 Stunden schlafen, um die ganzen Autos fertig zu kriegen für die Essen Motorshow. Alle Autos sind fertig. Alle Autos werden vor Ort sein. Limo, Abarth, Golf 2, Golf 3. Ein kleines Überraschungsprojekt noch, das werdet ihr vor Ort sehen, da kommen die Videos dann später zu. Oder das Video, da verrate ich noch nichts. Und was aber auch sehr viel Zeit in den letzten Wochen eingenommen hat, aber extrem gut geworden ist. Also sehr viel Zeit. Guckt euch die Details an, ist wirklich geil. Deswegen an der Stelle auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank an alle Beteiligten, alle, die mitgeholfen haben. Ohne euch wäre es definitiv nicht gegangen, weil es war wirklich krass, wie die Leute dann, die an diesen Projekten mit dranhängen, scheinbar auch so eine Bindung aufgebaut haben, dass die etliche hunderte Kilometer zum Helfen gefahren sind und ja, möglich gemacht haben, dass jetzt hier alles so steht, wie es hier steht. Ja. Was soll ich sagen? Was machen wir? Ich würde sagen, das Auto ist soweit ready, dass die Räder drauf können. Die habt ihr übrigens eben gerade schon im Anfangsporn gesehen. An der Stelle vielen, vielen Dank an Thorsten und Yusuf. Die beiden haben mir nämlich, nachdem die alte Limo abgebrannt war, haben die beiden mir nämlich direkt einen neuen Radsatz geschenkt. Yusuf, Yido Performance, wollte die alten Felgen nachbauen in einem neueren Stil und als einteilige Felge, damit sie noch leichter sind. Dimension 1:1 wie die alten Räder. 10x20. Ich habe sie selber noch gar nicht gesehen. Ich habe Kevin geschickt zum Reifen ausziehen und Poren machen. Und ich sehe sie gleich das allererste Mal. Dann checken wir so drauf. Kurz Zwischenstand. Auto ist soweit zusammen. Achsen sind drin. Natürlich hier und da noch nicht endfertig. Aber es wird auf jeden Fall ein Rolling Chassis sein, was von außen wie ein komplettes Auto aussieht. Das heißt, es ist alles dran. Türgriffe sind dran. Auch aus echt Carbon. Hat Artyom noch gebaut. Ja, das sieht schon richtig gut aus. Hier haben die Leisten gefehlt. Die hat Artyom noch mal schnell gebaut in echt Carbon. Dann hat er die Heckklappenleiste gebaut, auch ready. Hier schon ein Reinigungsanlagenkappen. Ach ja. Ja, nicht schlecht. So, die leichten Leitglasscheiben sind drin, Türen sind drin, Innenraum ist noch nackt. Macht aber nichts, das machen wir dann in Ruhe. Und innerhalb von heute, achso, Spaltmaß sind alle eingestellt, alles fest, alles geil. Ich bin sowas von happy, dass das Auto jetzt so steht, wie es da ist. Weil nur um euch ein paar Details zu zeigen, das sieht halt schon alles krass. Ist halt einfach ein Neuwagen, muss man so sagen. Egal wie, wo man hier reinguckt, Achsen, Querlenker, bis auf die Vorder- und Bremsscheiben, die sind nicht neu. Ist ja schon wirklich sehr, sehr, sehr nice. Okay, ja, ihr habt die Felgen schon gesehen, ich habe sie noch nicht gesehen, aber ich würde vorschlagen, ich gucke mir diese jetzt mal an. Junge. Erinnert mich auf jeden Fall sofort ans alte Auto, weil bei dem alten Auto hatten wir ja auch diesen Stern so. Und dann dieses gebrushte Finish, das finde ich halt endgeil zu dem ganzen Alu-Paket. 10x20 gefräst. Und an der Stelle auch nochmal vielen Dank an natürlich meinen Reifenpartner Michelin. Es gab nur einen Reifen, der auf dieses Auto drauf konnte, Pilot Sport 4S von Michelin, weil ist wirklich mit Abstand der leichteste Reifen. Der Reifen, der auf so einer Felge am geilsten aussieht, weil es ist halt schon gut Stretch, ne? Mhm. Wenn man das jetzt so sieht. Ja. War beim alten Auto aber auch so. Die mussten da drauf. Mega. So, jetzt müssen wir mal einmal gucken, was überhaupt vorne und was hinten ist. GT30 ist 20, ist vorne. So, wir hoffen jetzt einfach mal, dass das alles so klappt und ist, wie wir uns das vorstellen. Die muss ich leider noch mal rausnehmen. Gucken, das ist auch neu gemacht. Hier von innen mit Sicherungsring. Mhm. Kein Plan, ob das Rad gleich viel zu hoch ist oder nicht viel zu hoch ist. Das wird schon end. Das ist schon, also das ist schon echt krass. Sieht schon echt geil aus, ne? Ja. Das ist eine gute Die Felgen Sache. Liegen übrigens auch schon seit einem Jahr, weil wir hatten ja eigentlich alles zur letzten Essen Motorshow schon so grob geplant. Deswegen auch hier 11.2020. So lange sind die Räder schon fertig eigentlich. So, dann gibt es natürlich ein paar Titan-Stehbolzen. Natürlich, klar. Haben wir noch gehabt. Soll ich irgendwas halten? Nee, geht schon. Okay. So. Wir werden natürlich ein Problem am Ende haben, das kann ich schon mal ankündigen. Das Auto wird wahrscheinlich nicht tief genug auf der Messe stehen. Das heißt, mit Pech müssen wir ihn wirklich vor Ort nochmal irgendwie Fahrwerk ausbauen, runterdrehen. Wie auch immer. Was man auf einer Messe so macht. Genau. Aber mit der Bremse dahinter und so, das ist schon... Schon geil, ne? Ja.
Für mich kommen auch wirklich nur silberne Räder für dieses Fahrzeug in Frage. Und sie müssen halt genauso aussehen. Ah. Ich bin so gespannt, wenn er steht. Geil. Sieht definitiv ein bisschen neumoderner aus, weil die Felge hier hinterfräst ist. Ja. Das macht sie ein bisschen moderner. Die Konkavität kommt der alten schon sehr nah. Und bei der alten hatten wir die Speichen auch bis zum Anschlag durchgezogen. Sieht schon fett aus. Ja, ziemlich. So, Nabendecke kann ich erst zum Schluss reinmachen, weil ich gleich noch einmal die Schrauben anziehen muss. An der Stelle übrigens nochmal kleinen Hinweis, es ist jetzt Donnerstag früh, draußen ist es noch dunkel. Das heißt, wir werden jetzt gleich alle Autos verladen und bringen sie dann zur ersten Motorshow. Und müssen natürlich noch einen Stand aufbauen und so weiter. Also das ist wieder gerade in Time alles. Eine knappe Sache. Ging auch wirklich nicht schneller. Viele haben gesagt, ihr hättet da mal früher angefangen. Es war nicht so, dass wir sonst rum, sondern es war einfach dauerhaft so. Nee, also da muss ich wirklich sagen, Yusuf, Video Performance. Auch Ehrensache aus Hannover, deswegen müssen auch das Auto natürlich auch felgen aus Hannover. Ja, das habt ihr schon gut gemacht, das ist schon geil. Und auch extrem leicht. Wir können sie jetzt leider gerade nicht wiegen, aber ich würde tippen, das Rad mit Felge, so wie es hier steht, vielleicht 20 Kilo, 21 vielleicht. Dann komme ich gleich schon morgens ins Schwitzen hier. Aber im Moment, nach einem Jahr, jetzt gleich das Auto wieder auf eigene Füße zu stellen, ist auf jeden Fall, egal wie wenig Schlaf man in sich hat, im Moment ist einfach immer wieder Highlight. Ich bin auch sowas von gespannt, wenn heute Abend diese ganzen Autos fertig auf dem Messestand stehen. Ja. Und man so davor steht, die Folie von dem Teppich zieht und realisiert, Alter, ist das krass, alle Autos fertig, Stand fertig, jetzt können wir feiern. Also ich freue mich auf jeden Fall schon drauf, wenn ihr vorbeikommt. Wir feiern nämlich am meisten immer, wenn ihr so diese ganzen Details euch an dem Auto anguckt. Und man richtig sieht, dass ihr euch mit den ganzen Videos beschäftigt habt und auch genau wisst, wie Robert Phase ist. Ich sehe auf jeden Fall schon mal, dass die Spur ein bisschen rein muss. Ja. Dann stecken wir noch die anderen beiden Räder drauf und dann wird er abgelassen. Yes. An der Stelle noch kleine Ergänzung, wenn heute Donnerstag ist, muss morgen Freitag sein, Black Friday. Wir haben natürlich auf allen Plattformen wieder einen großen Sale, aber auf eine Sache will ich aufmerksam machen, neue Klamottenkollektion. Mal ganz was Neues, ein bisschen College-Style mäßig bedruckt, Pullis, eher kurz und breit, also bestellt die ganz normale Größe, ich habe L an. Ganz wichtig dazu ist, ihr braucht diese Oversize-T-Shirts, die haben wir auch. Morgen Black Friday kriegt ihr den Pulli plus das passende T-Shirt. Als Bundle-Artikel, das T-Shirt gibt es umsonst und ich kann euch nur empfehlen, dann noch ein weißes T-Shirt mit dazu bestellen. So, aber jetzt würde ich sagen, ich korrigiere einmal nochmal fix die Spur und dann stecken wir die andere Seite drauf. Ich würde sagen, wir machen das heute mal anders. Ich würde sagen, wir bereiten das Ganze einfach cinematisch ein bisschen vor. Ihr kriegt jetzt einen kleinen Porn, wie wir das Auto ablassen, wie wir das Auto verladen, wie es zur ersten Motorshow geht und ich denke, die eine oder andere Aufnahme von mir, wie ich mich freue, wird auch dabei sein. An der Stelle danke fürs Zuschauen, danke fürs Supporten die letzten 2 Jahre. Ich bin genauso mega stolz auf euch, wie ihr hoffentlich am Ende auf dieses Fahrzeug seid. Und ich hoffe, wir sehen uns auf der ersten Motorshow.